Hallo ihr Lieben, heute für mich mal ein ganz, ganz besonderer Vlog, denn es geht hier um meine letzte Szene in der Musical Company. Ich war 14 Jahre lang in der Musical Company und die ganze Company ist für mich einfach zu einer Familie geworden und deswegen war die letzte Szene, mein letzter Auftritt für mich auch so emotional. Ich entschuldige mich schon mal, dass dieser vorerst letzte Musical Company Vlog von mir etwas länger dauern wird, aber ich denke, das wird es wert sein. Zum Beispiel werde ich euch in diesem Vlog auch mal ein paar Szenen aus dem Stück zeigen. Viel Spaß! Michael! Tag 9! Das bedeutet, die Daniere für eine Besetzung. St. Patrick's Day! Ja! Und St. Patrick's Day! Yeah, viele haben was Grünes an. Das bedeutet auch die Daniere für einige Leute hier. Olli zum Beispiel. Der Thies handelt schon die nächsten Verträge fürs nächste Stück aus. Falsches Musical. Ja. Zu St. Patrick's Day ist es der Sitte, irgendwas Grünes an sich zu haben. Heute haben die ganzen Ahnen Grüne. Oh Gott. Zeig mal dein Grün. Zeig mal deine grünen Augen, meine ich. Guck mal da, auch grün. Hi. Zeig mal grün. Und dann musst du dir mal rein. Mutischer hat halt die Hosenträger. Ja, auch grüne Augen. Svea hat sogar einen grünen Indianer. Kriegsbemalung, genau. Ich hab grüne Augen, ich glaub das nicht. Ach, du hast so. Ich hab, das ist auch grün. Fester hat ja Gott sei Dank im Stück eine grüne Fliege. Soundcheck und jetzt kommt die vorletzte Aufführung. Publikum geht. Wir schleichen uns jetzt nach Backstage, indem wir zuerst, hallo, uns jetzt über die Bühne schleichen. So. Und hier ist der Gnichel, der, oh Gott, du kommst der, halb, bist du jetzt der halbnackt wartet. So, jetzt übergebe ich die Kamera wieder zurück an ihn. Zurück zu Lück. Tada. Martina spielt Ram Man. Oh, unser Lieblingsgruppenfan. Ein komisches Gefühl zu sagen, eine erste Daniere. Hammer. Was ist denn, JT? Was ist denn? Ich habe keine Ahnung, was jetzt sein könnte. Heute am... Nein! Ein Kittes? Biercounter 10. Wuhu! Oh, echt? Geil. Nein, oh mein Gott. Warte. Biercounter 11! Ich misch dazwischen. Biercounter 12! Achso, ich wollte 13. Biercounter 13! Was denn heute? Ach, guck mal, er weint. Du bist so einfach zu beschenken, Jan. Das ist doch schön zu denken. Ich bin auch einfach zu beschenken. Simon hat das fantastische Talent bei seinem spanischen Akzent, in jedes Wort ein R. Ob es reingehört oder nicht. Heute nicht. Tanja ist da, Tanja ist da. Musical Company Mitglieder der ersten Stunde hier. Ihr Counter. Das ist eine Bio-Brause. Ah, ich verstehe. Bio-Brause. Also ist das Nummer 14. Hier seht ihr den Menschen, der diesen geilen Raketenrucksack gebaut hat. Geil. Ja, danke. Schön, dass sie dir gefällt. Steht total. Müssen wir euch damit ausnehmen? Für dich war es ja heute das letzte Mal. Das heißt, es wäre vielleicht das letzte Mal, dass wir zusammen gespielt haben. Es war schön, ich habe mich sehr gefreut. Vielleicht spielt man ja irgendwo, irgendwann. Das war der vorletzte Tag. Morgen wird es sehr schwer für mich, weil es wirklich meine letzte Position wahrscheinlich in der Musical Company sein wird. Tja. Und zwar am Tag 10! The last day. Eine riesen Gruppenkuschel. Und deswegen ist Heiko auch so wichtig, weil Heiko so viel Gruppe ist. Knuddelkorn! Das erinnert mich an alte Zeiten. Kommt mir auch sehr bekannt vor. Und jetzt sagt die Oma. Sind wir auch wirklich alle? Nudelkolben beendet! Mein vorerst letzter Auftritt nach 14 Jahren Musical Company hier, weil ich nach Berlin ziehe. Es wird irgendwie, ich könnte jetzt eigentlich schon heulen. Ja, das ist das Problem. Ich bin aber echt, ich bin sehr wehmütig. Das ist die Michelle. Michelle hat ein paar der Kostüme genäht.
weil ich habe sie damals angesprochen, weil erstens ist sie Morticia in real life und zweitens ist sie auch zufällig Kostümdesignerin und Schneiderin. Ne? Ja. Und deswegen musste sie das machen. Sie hat das Morticia-Kostüm gemacht, das gelbe Kleid hat sie gemacht. Und für die Wednesdays. Ein paar von den Ahnen. Cool, für Paxli lachst du aber schon ganz schön doll beim Schminken, Donne. Was sind das denn für hässliche Blumen? Gelb. Und mit Blüten. Viva, viva la musica. Viva, viva la musica. Ich möchte mich auch noch mal bei euch allen bedanken, dass ihr das mit mir durchgezogen habt. Und ihr habt schon so viele tolle Shows jetzt abgeliefert. Toi, toi, toi noch mal für die letzte. Yeah. Und ich wollte nur sagen, 14 Jahre, ich liebe euch. Ein Soldat! Ich frage mich gerade, kann man das essen oder wurde das schon gegessen? Die letzte Aufführung, also das Gegenteil von Premiere, heißt Derniere. Und auf der Derniere gibt's die sogenannten Dernieren-Gags, die wir untereinander machen. So, das können witzige Sachen sein, die das Spiel aber nicht verändern. Wichtig ist, das Publikum darf es nicht merken. Ich zeige euch einfach mal ein paar dieser Dernieren-Gags. Au! Zur Hölle mit deinen blitzschnellen Reflexen! Wolfgang hat ein Freund, der ein Junge ist? Lukas Beinecke liebt mich und er will mich heiraten. Ich bin viel zu jung, um eine verheiratete Tochter zu haben. Aber natürlich. Das können wir uns dann wesen, aber ganz normal geben? Normal ist deine Illusion, Liebling. Bitte mach mir bitte, sei freundlich, wenn es geht. Lieber beflüge ich den Geist. Ihr habt es, sei was normal zu sein heißt. Schütz und geleiche sie. Du musst der junge Lukas sein. Wenn nicht du der Vater und du der Sohn mit einem massiven Schilddrüsenproblem bist. Hallo, Mann. Was ist passiert? Du siehst aus wie eine Notrufsäule. Diese Farbe und diese Haare werden in meinem Haus nicht gewünscht. Bin doch nur normal, okay? Hallo, warte, ich werde machen. Aber ja, Schatz, wofür sammelst du denn? Stecken Sie einfach etwas Geld in die Dose und niemand wird etwas passieren. Mann, ist das normal da draußen? Und das ist mein Bruder Fester. Freut mich, Sie kennenzulernen. Okay, Fester, in Ordnung, ihr könnt gehen. Haben Sie einen Raum für kleine Mädchen? Ja, hatten wir, aber wir haben sie alle laufen lassen. Buddy, darf ich was sagen? Ich fühle, dass wir einander verstehen. Da fällt glatt das Bild runter. Fühlst du es auch? Sie meinen großartigen Ahnen Arnfrid der Gewalt überschrieben hat für geleistete Dienste. Was für Dienste? Anflieg der Gewaltige. Der Gewaltige. Der Gewaltige. Soll ich jetzt den Auftrag angehen oder was? Oh, und wer ist dieser Mann im Kleid? Oh, das ist Tante Hermann, Wednesdays Onkel. Zweifach entfernt. Wie, zweifach entfernt? Naja, sie haben es ihm einmal entfernt, aber es ist wieder nachgewachsen. Und jetzt reicht es auf den Scheißhaus und ich reiß dir den Ball aus der Tasche. Es geht nicht darum. Ich liebe dich. Fester.
La Luna. Der Mond ist in den Mond verliebt. Ja, ist doch normal. Warten auf den Eisigkeiten. Jetzt wurde es wirklich schwer für mich. Jetzt kommt die letzte Szene, meine letzte Szene, nicht nur in dem Stück, sondern wahrscheinlich auch meine letzte Szene in der Musical Company. Und das passte einfach unglaublich gut, weil ich als Fester mit einer Rakete auf dem Rücken zum Mond geflogen bin und mich von allen verabschiedet habe. So konnte ich mich dann quasi in Wirklichkeit verabschieden, nicht nur von der Musical Company, sondern auch von dem Publikum, das mich hier im Hamburger Raum auch 14 Jahre lang begleitet hat in der Musical Company. Da die Schauspieler sehr professionell gehandelt haben, obwohl ich etwas mehr mich verabschiedet habe von allen, bemerkt man es eigentlich gar nicht so, wenn man es nicht weiß, aber deswegen werde ich euch das jetzt mal erzählen, wie es für mich in diesem Moment war. Und lacht. Ich stand ganz alleine hinter der Bühne, weil das ganze Ensemble auf der Bühne stand. Ich schnappte mir meinen Rucksack. Diese Musik war einfach unglaublich traurig. Dann setzte ich mir die Fliegerkappe auf, die Brille. Ich schaute mir nochmal alles an, wie es hinten aussah auf der Bühne. Das Publikum war vorne, die Schauspieler sind vorne. Ja, ich war ganz alleine mit ein paar Stage-Managern hinter der Bühne. Ich habe noch so zugenickt, ja, jetzt gehe ich raus. Und dann ging ich raus. Fester, was tust du da? Ich umarme das Unbekannte. Und hier konnte ich mich jetzt von allen verabschieden, allerdings wusste keiner, dass ich das vorhabe. Meine Familie, meine Company. Man sieht es jetzt vom Weiten nicht so in den Gesichtern, aber ich habe es gesehen aus der Nähe, dass das wirklich reingehauen hat. Fliegt auf den Flügeln der Liebe. Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Ich war Gott sei Dank mit dem Rücken zum Publikum, aber ich habe, während ich jetzt da in Zeitlupe lief, habe ich geheult wie sauer schon auf der Bühne. Und dann ging ich hinter die Bühne und ich habe so laut geheult. Ich habe Heiko, der hinter der Bühne saß, angeguckt, ganz kurz. Ich konnte ihm nur ganz kurz in die Augen gucken. Ich habe so geheult, es liefen die Tränen, es ging nicht anders. Liebe Musical Company, ich liebe euch und ich werde euch niemals vergessen und auch nicht wirklich verlassen.
Das war die letzte. Oh, scheiße, Mist, man sieht, dass ich gehockt habe. Das war die letzte Aufführung. Und wir sind ganz stolz auf mich. Und jetzt gehen wir das letzte Mal durch die Tür. Oh, kann ich nicht innerlich weinen? Ich kann auch innerlich lachen. Eins, oh Gott. Zwei, drei. Oh, das sind aber wirklich heute viele. Oh Gott. Nimm mal Tische. Ich bin völlig durch den Wind gerade. Das ist Ronja, beste Stage-Managerin und Aufnahmeleitung, die man jetzt 14 Jahre alles kann. Ist der auch nochmal da? Ich muss den nochmal drücken. Ach, boah. Oh, Anne ist auch da. Hase! Hi. Hase! Na. Schön, dass nochmal alle da sind. Ja. Am Schluss. Ja. Klar, sein Bruder. Das hat er von mir. Das hat er sich abgekocht. Ach, Kinder, ich heule gleich. Oh, ich heule nicht. Es ist nur, da hinten ist so ein Tränengas die ganze Zeit. So viel Mortis hast du ja heute. Ich sehe immer so aus. Das ist die Hanna. Hanna ist auch nochmal da. Viele Leute noch zu. Tori! Mein Tori ist da. Ich habe angefangen zu heulen wegen dir. Weil alles noch hier ist. Zum Schluss noch so viele tolle Leute. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So ein Mortischer, ich sehe immer Mortischer. Was? Aber hallo, gerne. Hier geht schon der Abbau los, oh Gott. Das ist Jana. Da habe ich einen Braunschweig gegen eine angehende Musical-Darstellung. Das war so nicht so süß. Wir bauen jetzt hier ab und das dauert ungefähr bis 7 Uhr morgens. Danach fahren wir alle immer noch ins Schwimmbad. Normalerweise. Und ja, für mich ist das gerade ein ganz emotionaler Augenblick, weil, wie gesagt, ich war 14 Jahre hier und es war mir ein Fest bei den Leuten. Es war mir eine Familie. Es ist wirklich eine Familie geworden. Und ich werde auf jeden Fall öfter nochmal hier hochkommen, Leute. Definitiv. Und ich werde euch alle vermissen. Ihr könnt natürlich weiterhin hier auf diesem Kanal jeden Mittwoch 16 Uhr ein Video sehen. Mein Gott, die werden mir alle so fehlen hier. Wie ist denn der Biercounter? Heute nichts? Das soziale Projekt endet mit 14 Bieren. Ich bedanke mich bei jedem, der mir ein Bier mitgebracht hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei Gnieche bedanken. Ja. Für diese großartige 14 Zeit. Bier. Für diese 14 Bier. Für dieses Jahr, die er sehr viel Zeit und Energie in The Addams Family, The Musical, gesteckt hat. Und dafür, dass er uns eben hat, glaube ich, alle zum Heulen gebracht. Das war sehr schön, tatsächlich. Das war eigentlich nicht so ein Denian-Gag jetzt. Ja, aber es geht unter die Kategorie. Meine Beine, ich habe so lange an meinen Beinen gearbeitet. Ja, also ich habe so falsche Beine in dem Schuh gehabt. Ich werde natürlich weiterhin Theater spielen und vielleicht auch Musicals. Je nachdem, ich ziehe bald nach Berlin. Bis dann, Leute. Ich liebe euch. Rock'n'Roll.